Hallo meine Lieben, ich grüße euch und heute mit einem neuen Video. Und zwar ist der Direktvertrieb ein Schneeballsystem, Ponzi-System oder Pyramidensystem. Ja, immer wieder werden wir damit konfrontiert, ah, lass mich in Ruhe mit deinem Schneeballsystem, das funktioniert sowieso nicht und so weiter und so fort. Wir hören da einfach nur eins raus. Erstens, er hat entweder eine schlechte Erfahrung gemacht oder irgendjemand kennt jemand, wo eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat, oder er hat sich nicht richtig informiert, ja? Weil es ist natürlich folgendermaßen so, dass es Ponzi-Systeme, Schneeballsysteme oder Pyramidensysteme gibt, will ich gar nicht abstreiten. Die sind aber nur weltweit illegal. Ja, und somit würden wir ja was Illegales machen, damit würden wir ja nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil man was Illegales machen würde, ja, sondern im Endeffekt ist ein Direktvertrieb ein einfaches Hierarchiesystem, ja, wie in jeder anderen Firma auch. Und das ist wichtig zu wissen. Es hat nichts mit Schneeballsystem, Ponzi oder Pyramidensystemen zu tun, ja, weil es ist natürlich folgendermaßen so, ein Schneeballsystem oder ein Ponzi-System ist meistens ein System, wo nie ein Produkt dahinter steckt und nur das Rekrutieren neuer Leute ist und die damit Geld verdienen und dann die Leute, wo länger dabei sind, davon bezahlt werden, wenn die neuen Leute neues Geld mit reinbringen. Das ist nicht so, das ist illegal weltweit und deswegen kommt natürlich solche Systeme öfters mal wieder in die Medien und werden schlecht gemacht, ja. Es ist aber nicht so im Direktvertrieb. Das wird geprüft von Verbänden, ja, ist legal, es ist ein gleichwertiges Hierarchiesystem wie in jeder anderen Firma auch. Ja, nur dass man die Möglichkeit hat, bei uns im Direktvertrieb, je mehr man Umsatzvolumen macht, desto besser werde ich in meiner Karrierestufe oder werde ich höher gesetzt in meinem Karriereplan und desto mehr Differenzprovision bekomme ich dann. Ja, und das ist natürlich zu beachten. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich gebe euch ein Beispiel anhand einer Bäckerei, die Bäckereifachverkäuferin, ja, die arbeitet ihre 40 Stunden in der Woche, ob die 10 Brötchen oder 100 Brötchen verkauft, die verdient immer das Gleiche. Ja, wenn ich jetzt hier bei unserem Produkt, ja, ob ich eine Maschine verkaufe oder 10 Maschinen, je mehr ich verkaufe, desto mehr verdiene ich selber. Ja, eine Filialleitung beispielsweise, die verdient ja auch immer an den Verkäufen von den Verkäuferinnen mit. Ja, sonst würde ihr Mehrgehalt, was ihr mehr Verantwortung hat, auch gar nicht tragen. Ja, also verdient sie ja auch indirekt, zwar nicht offiziell, aber indirekt, an den Verkäufen der Verkäuferin in den Bäckereien mit. Genauso wie ein Regionalleiter, genauso wie so ein, wie sagt man dann, Landesleiter, ein Geschäftsführer oder dann zuletzt noch der Inhaber. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Hierarchien, Abteilungen und so weiter und so fort, wo alles an den Verkäufen mitpartizipiert. Und im Direktvertrieb ist es nichts anderes, nur dass man seine eigene Firma in der Firma aufbaut und an den Mitarbeitern, die man selber ausbildet und sich drum kümmert und es sehr viel Arbeit ist, was der Kunde oder man selber gar nicht so sieht eventuell, sehr viel Arbeit macht, weil man ist eigentlich Tag und Nacht telefonisch erreichbar für die Leute, gibt Hilfestellungen, hilft den Menschen, geht mit ihnen zu Terminen, zeigt ihnen, wie das Geschäft funktioniert, dass sie dann selber langfristig das Geschäft selber machen können und es ihren Leuten weitergeben. Ja, wie ein Ausbildungssystem. Ja, es läuft bei uns im Ausbildungssystem nichts anders. Der Lehrling lernt das, was der Meister gibt und wird am besten so gut wie der Meister und gibt es dann irgendwann in einem anderen Betrieb oder vielleicht auch im gleichen Betrieb weiter. Ja, und das ist natürlich zu beachten, weil illegale Schneeballsysteme und Ponzi-Systeme, ja, da geht es nie um Produkt, da geht es immer nur um Leute zu bringen und die Firma lebt nicht vom Produkt, sondern von neuen Vertriebsmitarbeitern. Und das ist der Unterschied. Du musst immer schauen, wenn du ein wirkliches System haben willst und prüfen willst, ob das seriös ist, ist es im Verband des deutschen Direktvertriebes und lebt die Firma hauptsächlich zu 95% oder 90% von den Umsätzen an Endkunden oder nur an Vertriebspartnern, weil die vielleicht eventuell
das Zeug zum Einkaufspreis kriegen und ein Verbrauchernetzwerk ist. Ja? Das muss jeder selber sehen und rauskristallisieren, ist es legal oder illegal oder kann ich langfristig auch nur von meinen Eigenverkäufen leben. Und ja, wir hoffen, dass wir ein bisschen aufklären durften und dass die Leute einfach das auch sehen, dass es einfach nur ein Vertriebssystem ist, wo eine Win-Win-Win-Situation erschaffen wird für die Firma, für die Vertriebspartner und für die neuen Leute. Ja, und natürlich auch für die Kunden, weil sie am bestmöglich einen Ansprechpartner haben, wo bestmöglichst auch ausgebildet ist. Und so ist es natürlich. Und eine Pyramide, ja, jede Firma ist eine Pyramide vom Aufbau her. Da gibt es immer einen Inhaber, einen Geschäftsführer, dann gibt es Abteilungsleiter, dann gibt es Bereichsleiter, dann gibt es Filialleiter und dann gibt es vielleicht noch zwischendrin Regionalleiter, Filialleiter und dann gibt es die Verkäufer oder die, wo jetzt den Bereich bearbeiten oder arbeiten. Ja, Hierarchiesystem ist es einfach. Das ist zu wissen, ein Direktvertrieb ist ein Hierarchiesystem, wo anhand des Umsatzes gemessen ist, je besser du und deine Leute sind, desto mehr steigt man in der Karrierestufe auf. Und das macht Spaß, gemeinsam die Leute weiterzubringen und zu schauen, dass die erfolgreich sind, ja, und sie dorthin zu bringen, wo sie sich eventuell noch gar nicht vorstellen, im positiven Sinn, weil natürlich out of the box, ja, komm raus, mach das, was du vielleicht noch nicht gemacht hast, aber das wird dir Erfolg bringen, weil es funktioniert überall nur so, führen durch Vorführen. Ja, oft werden in den meisten Betrieben, ich habe einen Abschluss in BWL und kriegt dann diese Stelle. Wir kriegen anhand unserer Leistung, anhand der Umsätze dann unsere Karrierestufe. Was natürlich wir uns erarbeitet haben und nicht nur, weil ich das studiert habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich so gut bin in der Praxis, dass ich es beweisen konnte. Das zum Direktvertrieb. Ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen wieder die Augen öffnen können. Seid nicht immer so skeptisch und lasst mir mit dem Zeug in Ruhe. Macht eure eigenen Erfahrungen. Hört nicht auf das, was vielleicht andere Leute für Erfahrungen gemacht haben, weil man muss natürlich was tun, mit den Leuten reden, Termine ausführen, Verkäufe machen, Leute ausbilden, rekrutieren. Das ist ein sehr breiter, gefächerter Markt. Ja, und dann ist es ein Fulltime-Job zum Teil auch, ja, wo man sagt, da steckt sehr viel Arbeit und Mühe dahinter. Und die meisten, wo gescheitert sind, haben einfach zu wenig getan oder zu kurz oder zu früh aufgehört, weil ich sage immer, 3 bis 5 Jahre gibt es dem Geschäft Zeit, schieß es durch, schaust nicht nach links oder rechts. Ja, so, das Wort zum Sonntag. Nächsten Sonntag gibt es wieder ein neues Business-Video. Wir freut euch. Abonniert unseren Kanal bitte, liked das Video und falls ihr Fragen habt zu unserem Geschäft, zu unserer Firma, wir freuen uns sehr und wünschen euch einen schönen Tag. Liebe Grüße, Sandra und Raphael.